Hallo Unboxing-Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Max packt aus. Bei unserem letzten Vorschießen im April hatten wir die Firma Piromax zu Besuch und wir haben euch ja einige Artikel vorgestellt. Wir haben uns entschlossen, nun die Firma Piromax auch in den Shop aufzunehmen. Viele von euch haben uns ja schon gefragt, wann geht's denn los, wann kommen die ersten Artikel in den Shop, wird der Alternativverbund kommen, welche Artikel werden sonst noch kommen. Ja, seid gespannt. Wir haben nämlich die erste Lieferung erhalten, sie steht hinter mir. Wir haben ein paar Paletten erhalten von Piromax, einige Batterien im F2-Bereich, aber auch im F3-Bereich haben wir einiges Schönes für euch ausgesucht. Die Kaliber 50 mm Batterien sind aktuell leider noch nicht verfügbar. Die werden erst im Sommer kommen und dann werden wir uns natürlich eine neue Lieferung organisieren. Nun, ich bin auf jeden Fall schon gespannt, was dieses Mal dabei ist. Ich hoffe, ihr seid es auch. Ich würde sagen, wir legen jetzt einfach los, schauen mal, was in den Paletten drin ist und dann kommen die Artikel natürlich in den nächsten Tagen auch in den Shop. Los geht's. So, da bin ich wieder. Ja, wie versprochen, ich habe euch was Schönes mitgebracht. Man sieht es hier schon aufgebaut. Und zwar habe ich 5 F2-Batterien und 3 F3-Batterien für euch mitgebracht. Ich würde sagen, wir schauen uns die mal ein bisschen näher an. Geht von klein nach groß. Wir fangen hier mal mit der kleinen an. Das ist die Pyrozone. Haben wir auch beim Vorschießen dann schon gezeigt. Eine kleine 20 mm Batterie. Schönes Ding. Wird im Shop ungefähr so bei 5 Euro liegen. Ebenso auch die Ring. Auch eine 20 mm Batterie. Ungefähr 105, 110 Gramm NEM. Wird auch so bei ungefähr 5 Euro liegen. Ich stelle die gleich mal auf Seite. So, dann als nächstes haben wir die Prime. Ja, jetzt wird schon ein bisschen größer. Ungefähr, was haben wir hier? 212 Gramm NEM. Immer noch Kaliber 20 mm. Wird ja, so unter 10 Euro auf jeden Fall liegen. Also auch, ich denke, von Preis-Leistung her sehr gut. Dann, ja, die hat mir beim Vorschießen auch sehr gut gefallen, die Krux. Man sieht es schon, etwas größer natürlich, Kaliber 30 mm, ungefähr die Klasse der New Generation Serie von Jorge. Also das heißt 19 Schuss, Kaliber 30 mm. Preislich wird sie auch recht ähnlich liegen, also unter 20 Euro, so 18, 19 Euro schätze ich mal. Dann habe ich hier auf jeden Fall noch was sehr Schönes mitgebracht im F2-Bereich. Ein schöner Fächer, die Spherix mit 285 Gramm NEM. Wird um die 20 Euro liegen. 25 Schuss, Kaliber 25 mm Fanshape. So, jetzt wird es ein bisschen größer. Wir kommen jetzt zur Kategorie F3. Natürlich nur mit entsprechendem Schein erwerb- und verwendbar. Fangen wir mal an mit diesem Kaliber hier, die Profire Red. Haben wir im April beim Vorschießen auch gezeigt. Wirklich schönes Teil, 792 Gramm NEM, ordentlich Gewicht. Insgesamt 36 Schuss, Kaliber 30 mm. Wird wohl so ungefähr bei 40 Euro dann im Shop liegen. Also ja, ich finde, kann man sich mal gönnen. Als nächstes hier noch die Firestorm. Die hatten wir jetzt im April beim Vorschießen nicht mit dabei. Ist, wie gesagt, auch eine F3-Batterie. Hier schon mit 49 Schuss, Kaliber 30 mm und sogar satte 970 Gramm NEM. Also da ist schon ordentlich was drin. Wie gesagt, hatten wir jetzt beim Vorschießen nicht mit dabei. Hat mich persönlich aber von Video her dennoch überzeugt. Deswegen habe ich sie einfach mal mitbestellt. Ich denke, einfach mal ausprobieren, kann man sicherlich nichts falsch machen. Wird allerdings ja so grob bei 50 Euro liegen dann im Shop. Ja, und hier einer meiner Lieblinge vom Vorschießen. Ist auch ein ordentliches Teil, da muss man ja schon fast hier ins Fitnessstudio gehen bei dem Gewicht. Die Crader, eine 100-Schuss-Batterie mit ja, 995 Gramm NEM, also fast ein ganzes Kilogramm. 100 Schuss, Kaliber 25, sehr schnelle Schussfolge,
hat beim Vorschießen auf jeden Fall überzeugt. Gab es danach auch einen satten Applaus vom Publikum. Also die kam wirklich super an. Wer einen Schein hat, sollte sich dieses Teil auf jeden Fall mal zulegen. Da werden die Leute auf jeden Fall begeistert sein von. Ja, das soll es soweit erstmal gewesen sein. Wie gesagt, wir haben 5 F2-Batterien von Pyromax. Wir haben hier 3 Fächerbatterien in F3 von Pyromax. Wir hätten gerne auch noch die 50 mm F3-Batterien mit präsentiert heute. Die haben wir ja auch im April gezeigt. Aber leider sind die momentan noch nicht verfügbar. Pyromax sagt, ungefähr im August werden die reinkommen. Dann werden wir uns natürlich gleich einen Schwung holen, damit ihr damit auch versorgt seid. Ja, wie gesagt, das soll es damit gewesen sein für heute mit der Firma Pyromax. Die Artikel kommen in den nächsten Tagen in den Online-Shop. Schaut doch einfach mal rein. Wir freuen uns auf euren Besuch. Und vielen Dank auch fürs Zuschauen. Es freut mich, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Und ich freue mich aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt, Max packt aus.